Ja, wir haben verloren, ne? Also, war ein offenes Spiel. Eigentlich eher unentschieden. War noch ein bisschen unglücklich mit dem Elfmeter. Aber so ist es manchmal. Ja, es war natürlich ein hochintensives Spiel. Ich glaube schon, dass wir die Mannschaft waren, die heute mehr investiert hat, mehr gegeben hat und dann ein Stück weit auch dann mehr verdient hat, das Spiel zu gewinnen. Ja, so halt wie so ein Derby halt dann ist. Ja, wir wollen halt das auf jeden Fall besser machen, was heute nicht gut funktioniert hat. Zurückkommen dann zu unseren Prinzipien, den Aufbau besser spielen, mehr Ballbesitz haben, mehr klare Torchancen auch rausspielen, das war auch zu wenig und so hat das Spiel weder mir noch den Spielern dann Spaß gemacht. Ja, für uns war es natürlich erstmal wichtig, Regionalliga anzukommen. Ich glaube, dass wir keinen einfachen Start hatten und natürlich auch in Wolfsburg ein schwieriges Spiel hatten. Von daher ist es natürlich so, gibt so ein Spiel natürlich Kraft und kann Motivation geben und gibt es auch. Ich glaube, dass das für uns ein Gradmesser war, heute zu zeigen oder zu sagen, ja, so müssen wir uns, an dieser Leistung müssen wir uns orientieren in den nächsten Wochen. Insgesamt würde ich dem Schiri da den letzten Vorwurf machen. Das waren wir selber. Wir haben insgesamt zu wenig das umgesetzt, was wir wollten. Zu wenig den Ballbesitz gehalten. Insgesamt den Einsatz, der war okay. Es war von beiden Seiten viel Einsatz, viel Kampf. Viele Standardsituationen, viele Freistöße, auch für den Schiri dann natürlich schwierig. Und wir haben dann heute einfach zusätzlich dazu, dass wir schlecht gespielt haben, auch ein bisschen Spielpech dann gehabt.